Ja, moin YouTube, ich bin's wieder, Pico Walton, mit einem weiteren Photoshop-Tutorial. Gleich zeige ich euch, wie ihr so einen Texteffekt hinbekommt, so einen punktierten Text. Auf die Idee gekommen bin ich durch dieses Cover von Carrie Hilsons I Like. Ihr seht hier diesen Text, der ist auch so von der Machart auch ungefähr so. Da bin ich auf die Idee gekommen und habe mir gesagt, ich erkläre euch, oder ich versuche das mal nachzumachen, erkläre ich das, wie ihr sowas selbst hinbekommt. Bevor ich euch das zeige, möchte ich euch nochmal ganz herzlich danken. Und zwar, wie ihr seht, Abonnenten 310 sind es zurzeit. Einfach nur mal danken für über 300 Abonnenten oder auch überhaupt für so viele Abonnenten. Damit hätte ich nicht gedacht, als ich mit den Photoshop-Tutorials angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal 300 Abonnenten knacken werde. Ich werde na euch natürlich. Es wäre natürlich ganz nett, wenn ihr jetzt nicht sagt, ja gut, der hat sein Ziel erreicht, wir abonnieren nicht mehr, er will nicht mehr als 3 Abonnenten haben. Das stimmt so auch wieder nicht. Ich würde mich natürlich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr mich weiter abonniert, wenn ihr meine Photoshop-Tutorials gut findet und, oder wenn ihr denkt, dass ich es verdient habe. Und, ja, dann würde ich mich auch freuen, wenn ich bald 400, 500 Abonnenten bekommen würde. Also, dafür nochmal danke an die ganzen Abonnenten, da ich hab mir auch was einfallen lassen. Und zwar werde ich bald ein Subscriber-Special hochladen. Vielleicht werde ich das erst für 400 Abonnenten machen, vielleicht auch bald schon. Mal gucken. Und zwar habe ich mir gedacht, beantworte ich einfach mal ein paar von euren Fragen in diesem Special, sage ich jetzt mal. Und zwar wird das so eine Art FAQ über mich, über Pico Bolton. Ihr könnt natürlich Fragen stellen, die sollten nicht zu privat sein. Aber sie sollten jetzt auch nicht unbedingt nur was mit Photoshop zu tun haben. Ihr könnt natürlich fragen, was ich auf jeden Fall beantworten werde in diesem Video. Beispielsweise, wie meine Hardware, also was für eine Hardware ich benutze, Software, was ich sonst noch so benutze und wie ich auf meinen Namen gekommen bin, Pico Bolton. Das werde ich alles mal so erklären. Aber mehr Fragen habe ich auch schon gar nicht, die ich beantworten könnte in dem Subscriber Special. Deshalb würde ich euch bitten, wenn euch irgendwelche Fragen einfallen, jetzt keine Probleme bei Photoshop, wenn ihr beispielsweise irgendwo nicht weiterkommt, das könnt ihr mir auch schreiben, würde ich dann aber in dem Video nicht beantworten, sondern wenn euch irgendwelche Fragen einfallen zu meinem Kanal, zu meinen Tutorials, zu meiner, also beispielsweise, was ich sonst so mache, in meiner Freizeit, was für Musik ich höre oder irgendwie sowas. Wenn ihr sowas wissen wollt, dann schreibt mir diese Fragen per PN über YouTube oder einfach als Kommentar zu diesem Video. Und dann werde ich natürlich versuchen, die alle zu beantworten in dem nächsten oder in einem der nächsten Videos, was das Subscriber Special sein wird. So, das soweit dazu. Wir kommen jetzt zum Tutorial. Ich zeige euch jetzt also, wie ihr sowas hinbekommt mit der Punktschrift. Bevor wir anfangen, müssen wir eine neue Datei anlegen, die erstmal eine ganz andere Größe hat, und zwar, oder erstmal eine normale, aber dann am Ende eine andere Größe bekommt. Wir fangen mal an mit einem Dokument, was irgendwie quadratisch sein sollte, beispielsweise 100 mal 100. Hintergrundinhalt transparent, das ist ganz wichtig. Dann auf OK. Dann wählt ihr euch das Brush-Werkzeug aus, wählt hier eine harte Pinselspitze aus und gebt hier bei Hauptdurchmesser einfach 5 ein, na? 5 Pixel Durchmesser und dann macht ihr, ganz wichtig, weiß als Vordergrundfarbe. Ja. Einfach einen Kreis irgendwo in diesem Bild hier hin. Einmal klicken. Ich mache jetzt mal auf so eine graue Fläche. So, dann geht ihr auf Bild, zuschneiden, lasst das alles so und dann auf OK. Jetzt das zugeschnitten, da ist jetzt normalerweise ein Kreis zu sehen, den sieht man jetzt nicht ganz so gut. Dann geht ihr auf Bearbeiten. Muster festlegen und gibt dem Muster einen Namen, beispielsweise Punkt. So, dann könnt ihr das schließen, ohne zu speichern, braucht ihr nicht. Jetzt macht ihr eine neue Datei, die die Größe bekommt, wie euer Text sein soll, beispielsweise 500 mal 200. Ups. Hintergrundinhalt lasse ich jetzt erstmal ja, transparent und füll das mit Schwarz. Ups. Ich werde oft gefragt, wie ich das so schnell auswählen kann. Ich nehme dazu einfach die Shortcuts. Dazu wollte ich mal gebeten, auch die Shortcuts dann dazu zu sagen. Also das Füllwerkzeug wählt ihr einfach mit G aus und die Vordergrundfarbe setzt ihr auf Schwarz, indem ihr D drückt. So, jetzt habt ihr es mit Schwarz gefüllt. Jetzt wählt ihr das Textwerkzeug aus mit T. Einfach einmal die Taste drücken, ohne was sonst. So. Wählt hier oben als Farbe weiß aus, das ist ganz wichtig, so, und schreibt euren Text.
Ich benutze jetzt die Schriftart Bauhaus 93. Und mit Steuerung T können wir das Ganze noch vergrößern. So, das sieht schon nicht schlecht aus. Dann machen wir eine neue Ebene, indem wir hier unten auf den Button drücken. Hier ist sie. Und dann wählen wir wieder mit G hier links das Füllwerkzeug aus. Diesmal wählen wir hier oben allerdings Muster aus. Ja, also wir können hier wählen zwischen Forderung und Muster, wählen wir Muster aus und hier auf den kleinen Pfeil klicken. Dann kommen wir zu den Mustern und da wählt ihr euer Muster aus, was ihr eben erstellt habt. Wenn ihr länger mit der Maus draufhaltet, seht ihr auch noch den Namen und die Größe und alles. In diesem Fall muss ich dieses Muster nehmen, heißt Punkt. Und dann klickt ihr einmal auf die eben erstellte Ebene und dann seht ihr schon, dass sich die Ebene gefüllt hat mit ganz vielen Punkten. Wenn ihr die Punkte jetzt beispielsweise größer haben wollt, dann müsst ihr die Ebene einfach nur auswählen und STRG T drücken und das Ganze ein bisschen größer ziehen. So beispielsweise. Ihr müsst natürlich damit rechnen, dass die Punkte dann irgendwann unscharf werden. Genauso funktioniert das auch. Wenn ihr die kleiner haben wollt, macht einfach eine größere Fläche mit Punkten und verkleinert die dann am Ende. So, wie geht's jetzt weiter? Wir drücken die Steuerungstaste. Und auf dieses kleine T neben der Textebene. Also die Steuerungstaste drücken und auf das kleine T. Dadurch erreichen wir, dass der Text automatisch ausgewählt wird. Dann ist jetzt wichtig, dass wir hier oben mit M können wir das machen, das Auswahlwerkzeug ausgewählt wird. Und dann machen wir einfach ein Rechts, welches ist hier übrigens egal, ja, welches ist egal. Dann machen wir einfach Rechtsklick, Auswahl umkehren. Und dann gehen wir wieder hier, wenn ihr das noch nicht habt. Geht ihr zu, wählt ihr zu, wieder die Punktebene aus und drückt dann einfach die die Backspace-Taste. Also die Lösch-Taste. So, was ihr jetzt nicht sehen könnt, weil die Punkte weiß sind, ist, dass im Grunde dieser ganze Text mit weißen Punkten befüllt ist. Das seht ihr, wenn ich jetzt die Textebene lösche. Ihr wählt die Textebene aus und löscht sie einfach mit Steuerung Backspace. Ne, einfach nur Backspace. Und dann ist die Ebene gelöscht. So, und jetzt seht ihr, ist der ganze Text sozusagen in Punkten dargestellt. Und den Punkten verleihen wir jetzt einfach nur noch ein paar, wie heißt es? Fülloptionen. Einfach einen Doppelklick auf die Ebene machen. Ein paar Ebenenstile, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Dann ein Schein nach außen. Die Farbe könnt ihr so lassen, die sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wenn ihr natürlich eine andere nehmen wollt, könnt ihr die auch verändern. Deckkraft auf 100 und dann die Größe, so wie ihr es haben wollt. Ich empfehle euch nicht zu viel zu nehmen, vielleicht so. Ah, das ist auch schon zu viel. Wie fertig denn da eben? Nehmen wir mal 5 ungefähr. Das sieht ganz gut aus. Ja, so sieht das dann am Ende aus. Ihr könnt natürlich auch noch eine Verlaufsüberlagerung hinzufügen. Könnt ihr natürlich auch Farbüberlagerung, wollte ich eigentlich sagen. Dann bekommen die Punkte eine andere Farbe. Ja, so eigentlich sind sie weiß. Wenn ihr schwarz haben wollt, sieht das Ganze so aus. Wenn blau beispielsweise geht auch, dann sieht das Ganze so aus. Aber ich finde es mit weiß. Oh, jetzt habe ich es ganz weggemacht. Mit weiß eigentlich am besten. Und ja, wenn ihr halt die Farbüberlagung ändert, solltet ihr vielleicht auch den Schein ändern, den Schein nach außen ändern. Ja. Und das Verschiebungswerkzeug könnt ihr mit V auswählen. Damit könnt ihr den Text dann hin und her verschieben. So, das war im Grunde das Tutorial. Ganz simpel und einfach, aber dennoch kein schlechter Texteffekt, wie ich finde. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, die ich in dem Subscriber-Special in meinem FAQ sozusagen beantworten soll, dann schreibt mir einfach eine PN oder einen Kommentar zu diesem Video. Und dann werde ich gucken, ob ich die Fragen beantworten kann. Wie gesagt, private Fragen, natürlich nicht zu privat, aber private Fragen. Oder halt Fragen zum Kanal, wann ich mich beispielsweise auch bei YouTube angemeldet habe oder sowas. Könnt ihr alles fragen und dann werde ich es mal gucken, ob ich die dann alle beantworten kann. So, das war es erstmal von mir mit diesem Photoshop-Tutorial. Und ja, dann hören wir uns wieder beim nächsten Photoshop-Tutorial und natürlich auch bald beim Subscriber-Special. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.